dann müssen Sie mit der Zweierwette die ersten beiden in der richtigen Reihenfolge vorher sagen und mit der Dreierwette die ersten drei in der richtigen Reihenfolge. Jetzt nur noch wenige Kandidaten außerhalb. Volker Soll hat den Platz bezogen, die Programmnummer 3 aus dem Quartier von Rudi Storch, geritten von Piotr Kowitzki. Alles gleich startklar. Fehlt dann noch die Programmnummer 2 für Darius Racing am Start. Ein Pferd, wie gesagt, aus München-Riemen aus dem Stall von Werner Glanzkammerhofer. Ist im Sattel, die beiden haben ja auch jeweils einmal punkten können in Hamburg. Eigentlich kennt der Hengst das Geschäft. Ist sein dritter Name. Die Boxen wir auch für Rennen 2, German Racing, Next Generation Cup, kann man es nicht mehr sagen. Was die liebe Gäste zu tun haben. An der Spitze geht das Bett auf die Reise mit Prince Paul, dann Einschein, dann sieht man die Frau von Antonia Bella, dann ganz aus Lamahara, bei Daniel One Dream mit Folgerson und ganz hinten sieht man die Stadtprovinz mit der Führung von Prince Paul vor Mahara. Hinten davon galoppiert Einschein, der Gast aus München. Weiter geht es dann mit Antonia Bella, außen hinten davon, pardon, galoppiert One Dream, dann Holgerson, dann der Stern. Etwas Luft dann von 9 und die trägt im zweiten Rennen Holly Rose. Das Panama-Feld gleich ausgangs des Stadtbogens, gleich zu Beginn mit der Gegenüber. Das Tempo nicht allzu schnell, wird diktiert von Prinz Paul mit Martin Seidenitzalles über Machara. Dann sieht man die Farben von Aitai, jener von Antonia Bella, das ist die vorderen 4. Weiter außen marschiert der Ellipse, dann der Stern, weiter innen davon One Dream. Ganz hinten nach wie vor ist Holly Rose auszumachen. Das fällt jetzt in Richtung des Leipziger Überweges mit Vorteil von Prinz Paul und Amahara. Dann geht es innen weiter mit Einteil nach außen der Stern und weitere Wege. Dann One Dream gemeinsam mit Antonia Bella und am Schluss dann Holgersen, davor galoppiert Holy Rose. Gleich ist hier die Garde im Scheinball erreicht. Jetzt der Angriff von Amahara wird schon stärker unterstützt von den Pilotos, aber vorn marschiert Prinz Paul hier blendend auf. Prinz Paul hat jetzt als erster die Gerade erreicht, weniger knappe 150 Meter mit Vorteil von Prinz Paul. Dahinter kämpfen Aitai, ganz außen dann der Stern, aber vorn Prinz Paul, aber jetzt kommt Aitai richtig ins Rollen, gibt ein Gewinn Erfolg, Aitai geht nach vorn. Aitai gewinnt den Erfolg, aber relativ weit vor von Ismara. Antonia Bella wird dritter vor der Stern, der Mahara, One Dream. Dann schließlich Holger und Holly Rose.